Ihr kennt das. Mitten in der Nacht. Dieses durchdringende Summen einer Mücke, die unaufhörlich um das Ohr kreist und einen nicht schlafen lässt. Dann stehst du auf und tastest nach dem Hausschuh, um der Plage ein Ende zu bereiten. Und natürlich lässt sich die Mücke jetzt nirgends mehr sehen. Und dann entdeckst du sie an der Wand, schleichst dich an, holst zum Schlag aus und auf einmal kommen dir Zweifel. Steckt nicht in dem winzigen Lebewesen vor dir auch ein Herz? Ein zartes, kostbares Leben, genau wie deines? Ist dein ruhiger Schlaf wirklich wichtig genug, um dafür zu töten? Hat nicht jedes Leben seinen Sinn und Wert? Was will denn diese Mücke anderes als ich, nämlich überleben und einen Schluck von dem guten Roten? All das schießt dir durch den Kopf und dann denkst du, ja, aber trotzdem, und verfehlst das Mistvieh sowieso. Aber mal ehrlich, so falsch waren diese Gedanken doch nicht, oder? Wir sind Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Diese Einsicht stammt nicht von mir, sondern von jemandem, der diese Ehrfurcht vor dem Leben zum höchsten Maßstab erhoben hat, der sein eigenes Leben dafür einsetzte, anderes Leben zu bewahren, egal ob Mensch, Tier oder sogar Pflanzen. Albert Schweitzer, der Urwalddoktor. Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Ich begrüße euch zu Siege der Medizin. Der Podcast über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich nehme euch in dieser Folge mit auf eine Reise von einem beschaulichen Städtchen im Elsass tief in den afrikanischen Urwald. Wir erzählen von einem Theologen, Kirchenmusiker und natürlich Mediziner, der keine neuen Operationstechniken oder Medikamente entwickelte, sondern medizinische Versorgung dorthin brachte, wo sie dringend gebraucht wurde. Der als Philosoph die Ehrfurcht vor dem Leben über alles stellte und keiner Fliege etwas zuleide tun wollte. Eine Lichtgestalt für viele, aber ihr wisst ja, wo viel Licht ist und so weiter. Wir werden auch über die Schattenseiten von Albert Schweitzer sprechen müssen. Wie immer lassen wir Expertinnen oder, so wie diesmal, Experten zu Wort kommen und erzählen Geschichte als Geschichten. Faktentreu und, wenn nötig, mit ein bisschen Fantasie, um sie zum Leben zu erwecken. Am Anfang sieht es eigentlich gar nicht so aus, als würde aus dem kleinen Albert etwas anderes werden als ein Pastor oder Organist. Er wächst in behüteten Verhältnissen in Günzbach im Elsass auf, das damals noch als Elsass-Lothringen zum Deutschen Kaiserreich gehört. 6 Monate nach seiner Geburt am 14. Januar 1875 in Kaisersberg bei Colmar sind die Eltern hierher gezogen. Der Vater Ludwig, Louis Schweitzer, hat hier die evangelische Pfarrstelle übernommen. Seine Mutter Adele Schweitzer stammt ebenfalls aus einer Pfarrersfamilie. Und tatsächlich interessiert sich Albert schon früh für Theologie und für die zweite Familientradition, das Orgelspielen. Ja, also Orgel war seine Leidenschaft, aber Orgel war ja ein Instrument, das fast ausschließlich im Gottesdienst jetzt benutzt wurde. Das ist Dr. Roland Wolf, der Vorsitzende des Deutschen Hilfsvereins für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene und ein ausgewiesener Kenner der Biografie Albert Schweitzers. Mit sehr jungen Jahren hat er schon vom Vater Klavierunterricht bekommen und mit 9 Jahren konnte er schon den Vater in der Kirche auf der Orgel vertreten. Albert wird von den anderen Gleichaltrigen als privilegierter Pfarrerssohn verspottet, als Herrenbüble, wie man im elsässischen Dialekt sagt. Darum setzt er sehr viel daran, von seinen Mitschülern im Ort als ihresgleichen anerkannt zu werden. Beispielsweise weigert er sich beharrlich, bessere Winterkleidung zu tragen als die Kinder im Dorf, auch wenn ihm das zu Hause regelmäßig Schläge und sogar Arrest im heimischen Keller einbringt. Ob es ihm bei seinen Mitschülern hilft, wissen wir nicht. Mit etwas anderem macht er sich jedenfalls keine Freunde. Er zögert nicht eine Sekunde, sich mit den Jungs in Günzbach anzulegen, wenn sie zum Spaß auf Vögel schießen wollen oder im Dorfbach Fische fangen gehen.
Diese Art radikaler Naturschutz ist kleinen Jungs im Elsass des ausgehenden 19. Jahrhunderts noch nicht vermittelbar, weshalb Albert erneut zum Ziel des Spotts wird. Nach dem Abitur im Jahr 1893 schreibt sich Albert Schweitzer an der Universität in Straßburg ein. Theologie natürlich. Und Philosophie. Gleichzeitig belegt er in Paris ein Orgelstudium. Heutzutage vermutlich eher kein Problem. Mit dem TGV braucht man etwa 1 Stunde 45 Minuten für die Strecke. Ende des 19. Jahrhunderts sieht das natürlich noch ganz anders aus. Die Fahrten sind lang, anstrengend und teuer. Das nötige Geld verdient Albert Schweitzer mit Orgelkonzerten. Viel Zeit zum Schlafen bleibt er nicht. Angeblich steckt er beim Studieren die Füße in einen Eimer mit kaltem Wasser, um nicht vor Übermüdung über seinen Büchern einzuschlafen. So oder so, er ist äußerst diszipliniert und fleißig. Als sein Orgellehrer in Paris, der damals berühmte Komponist Charles-Marie Vidor, einmal darüber klagt, dass es keine Einführung in die Werke Johann Sebastian Bachs in französischer Sprache gäbe, schreibt der 18-jährige Albert Schweitzer halt kurzerhand selbst eine. Und selbst als er sein Studium am Ende des ersten Studienjahrs wegen des Wehrdienstes kurz unterbrechen muss, packt er sich seine Theologiebücher in den Feldtornister und entdeckt noch als Rekrut Ungereimtheiten im Neuen Testament. Jesus hat da einige Dinge prophezeit, die dann gar nicht eingetreten sind. Zum Beispiel, dass seine Zeitgenossen noch das Ende der Welt erleben würden. Ich will mich ja nicht mit Jesus vergleichen, aber tatsächlich sieht es eher so aus, als würden meine Zeitgenossen das Ende der Welt erleben, aber lassen wir das. Wenn Jesus sich aber geirrt hat, dann stimmt etwas an der bisherigen Auffassung von Jesus nicht. Dann war Jesus einfach nur ein Mensch, besaß keine göttlichen Einsichten und handelte nach den Vorstellungen und Maßstäben seiner Zeit. Die gängige Lehrmeinung lautet, die falschen Prophezeiungen habe man ihm später in den Mund gelegt. Albert Schweitzer überzeugt das nicht. Gerade dann hätten die Autoren der Bibel doch bestimmt Prophezeiungen gewählt, die sich bewahrheitet hätten. Seine Entdeckung lässt ihn nicht mehr los. Noch auf der schummrigen Stube in der Kaserne beginnt er, Seiten um Seiten seines Notizbuches zu füllen. Als er nach Straßburg zurückkehrt, beginnt er die sogenannte Leben-Jesu-Forschung komplett neu zu beleuchten. Später wird daraus ein Buch, das die Fachwelt erschüttert und Schweitzer einen Ruf als bedeutender Theologe einbringt. Schon früh ist klar, er würde es noch weit in der Musik und der Theologie bringen. Aber diesem unaufhaltsam scheinenden Weg steht dann doch etwas entgegen. Albert Schweitzer selbst. Wir müssen zurückgehen auf das Jahr 1896. Da war Schweitzer 21 Jahre alt. In den Pfingstferien der Universität war er in Günzbach in seinem Elternhaus, ist morgens aufgewacht und hat sich so seine Gedanken gemacht und kam zu der Einsicht, dass er in sehr glücklichen Umständen lebt. Und das war nicht überall in der Nachbarschaft so. Und da hat er selbst sich ein Gelübde gefasst. Er hat gesagt, bis zu meinem 30. Lebensjahr will ich für die Wissenschaft, die Musik leben und ab dem 30. Lebensjahr möchte ich einen Dienst an meinem unmittelbaren Mitmenschen beginnen. Solche Gedanken haben sicher viele von uns einmal. Alles hinschmeißen, etwas ganz Neues machen und vor allem die Welt verbessern. Der große Unterschied bei Albert Schweitzer, er zieht durch. 1899, mit 24 Jahren, promoviert Albert Schweitzer in Philosophie über die Religionsphilosophie Kants. Aber ein Doktortitel ist kein Doktortitel. 1901 schiebt er eine zweite Promotionsarbeit über seine Erkenntnisse zur Leben-Jesu-Forschung nach und wird 1902 zum Professor für evangelische Theologie ernannt. Doch langsam aber sicher rückt das Datum seines 30. Geburtstags heran. Das beharrliche Ticken der großen Pendeluhr im Büro des Dekans macht Albert Schweitzer nervös. Unruhig rutscht er auf dem harten Stuhl mit den gedrechselten Armlehnen hin und her. Professor Hermann Fehling, ein hochgewachsener Mann mit schütterem Haar, aber imposantem Schnauzbart, ist hingegen die Ruhe selbst.
Seit einer Ewigkeit beugt er sich jetzt schon über die Kladde mit handschriftlichen Dokumenten, die vor ihm auf dem wuchtigen Schreibtisch ausgebreitet liegt, und schüttelt immer wieder den Kopf. Endlich schaut er auf und fixiert den jungen Mann vor ihm mit festem Blick über den Rand seiner Brille. Professor Schweitzer, wenn das ein Scherz sein soll, dann... Albert Schweitzer hebt beschwichtigend die Hand und unterbricht ihn rasch. Nein, nein, Herr Dekan, ich versichere Ihnen, es gibt kaum etwas, das mir je so ernst war wie dieser Antrag. Vielleicht sollten Sie wohl doch eher bei den Kollegen in der Psychiatrie vorsprechen. Ich bin nur Fachmann für Frauenheilkunde, aber selbst ich zweifle ernsthaft an Ihrem Verstand. Ein Medizinstudium. Jetzt. Sie. Sie lehren doch bereits evangelische Theologie, sind gefeierter Autor, gefragter Orgelpianist. Hier an der Akademie stehen Ihnen alle Türen offen. Wollen Sie sich nicht lieber auf diese Karriere konzentrieren? Oder sollte ich sagen, Karrieren? Albert Schweitzer sammelt sich kurz. Auf diese Frage hat er sich gut vorbereitet. Wie bei einem Orgelspiel gilt es nun, die richtigen Tasten zu drücken und jede Note zum richtigen Zeitpunkt zu spielen. Werte Herr Dekan, ich habe nicht mehr den Ehrgeiz, ein großer Gelehrter zu werden. Ich will der Menschheit dienen, und zwar dort, wo es am notwendigsten ist. Mit diesen Worten legt Schweitzer ein grünes, zerlesenes Exemplar eines Magazins auf den Schreibtisch des Dekans. Hier, sagt er und tippt mit dem Finger mehrfach auf einen bestimmten Artikel. Das hier hat mich zu diesem Schritt inspiriert. Dekan Fehling nimmt sich das Heft und schiebt seine Brille höher auf die Nase. Was der Kongo-Mission Not tut, von Alfred Bögner, liest er. Albert Schweitzer rutscht auf seinem Stuhl ein wenig näher an den Schreibtisch heran. Ganz genau, der Artikel hat mir die Augen geöffnet. Er stammt vom Leiter der Pariser Missionsgesellschaft, die regelmäßig evangelische Missionare nach Afrika schickt, um den Glauben zu verkünden und um den Menschen vor Ort zu helfen. Nicht hier im beschaulichen Straßburg liegt meine Bestimmung. Es gilt, die Nächstenliebe dort zu leben, wo sie wirklich gebraucht wird. Nicht nur, um die frohe Botschaft dorthin zu tragen. Nein, man braucht dort vor allem Ärzte, die die Not und die Schmerzen der Eingeborenen lindern. So schreibt es auch der Autor selbst. Genau das habe ich vor. Ich mache mich auf den Weg. Ich will Arzt werden. Urwaldarzt. Das ist meine wahre Bestimmung. Wohlweislich verschweigt Schweitzer, dass er mit seiner anfänglichen Idee, Missionar zu werden, gerade bei besagter Pariser Mission auf Granit gebissen hat. Zu libertär waren ihnen dort seine theologischen Ansichten gewesen. Als Arzt aber werden sie ihn nehmen müssen. Schnell fährt er in seinen Ausführungen fort. Ich kenne die Freuden der Wissenschaft und die Freuden der Kunst. Genau wie Sie erfüllt mich eine neue wissenschaftliche Erkenntnis mit einem Rausch. Aber... ich fühle, dass das nicht alles ist. Ich will helfen. Mein Platz ist bei den Menschen, nicht bei den Büchern. Bei den letzten Worten hält es Schweitzer kaum noch auf dem Stuhl. Jetzt, zum furiosen Finale, zieht er alle Register. Daher, werter Herr Dekan Fehling, ersuche ich Sie, nein, flehe Sie an, mich als Studenten der Medizin anzuerkennen, um der armen afrikanischen Menschen willen, die meine Hilfe benötigen. Helfen Sie mir zu helfen. Albert Schweitzer schließt kurz die Augen. Das Stück ist gespielt, der Schlussakkord verklungen. Hier und jetzt wird sich sein künftiges Schicksal entscheiden. Wird sein Publikum applaudieren oder ihn mit Buhrufen aus dem Raum jagen? Ein Kratzen dringt an sein Ohr, er öffnet rasch wieder die Augen. Fehling schreibt in ausladender Schrift seinen Namen unter den Antrag. »Ich kann Sie wohl nicht davon abhalten, Herr Kollege.« Aber ich denke, Sie machen da einen großen Fehler. Freudestrahlend nimmt Albert Schweitzer das Papier entgegen. Klingt das Rascheln des Blattes nicht wie leise, aufbrausender Beifall? Ich werde Ihnen liebend gern das Gegenteil beweisen, werter Herr Dekan. Nicht nur Fehling hält ihn für verrückt, auch seine Freunde verstehen ihn nicht. Sie glauben, dass dahinter etwas anderes steckt. Eine enttäuschte Liebesgeschichte vielleicht. Schweitzer setzt es sehr zu, dass sie ihm vorwerfen, er verheimliche ihnen etwas und sei nicht ehrlich zu ihnen. Mit Spott hingegen kann er umgehen. Zitat: Eine wahre Wohltat waren mir Menschen, die mir nicht mit der Faust ins Herz zu langen versuchten, sondern mich für einen ein bisschen um den Verstand gekommenen ältlichen Jugendlichen ansahen.
Schweizer finanziert sein Studium zu einem Gutteil mit Orgelkonzerten. Dafür tourt er wieder kreuz und quer durch die Weltgeschichte. Aber das mit dem ständigen Verreisen kennt er ja schon aus dem ersten Studiengang. Nebenbei, sein Tag scheint mehr als 24 Stunden zu haben, schreibt er an seinem Buch über Johann Sebastian Bach weiter, das er in erweiterter Neuauflage herausbringt, hält sonntags in der Saint-Nicolai-Kirche in Straßburg als Vikar die Predigt und entwickelt sich zudem noch zum gefragten Experten für Orgelbau. Und Zeit fürs Privatleben bleibt dabei auch noch irgendwie. Nicht nur für seine zahlreichen Freunde und Freundinnen, zum Beispiel die Witwe und den Sohn von Richard Wagner, sondern auch für seine große Liebe und spätere Ehefrau Helene Breslau, die Tochter eines jüdischen Historikers. Kennengelernt haben sie sich schon 1898 auf einer Hochzeit. Seitdem schreiben sie sich regelmäßig und kommen sich beim gemeinsamen Radeln näher. Dass sie sich schnell von den ambitionierten Plänen ihres Albert mitreißen lässt, ist kein großes Wunder. Sie selbst war zuvor bereits als Erzieherin in England tätig, hat in Straßburg als ehrenamtliche Waisenhauspflegerin und später Inspekteurin gearbeitet und ein Heim für ledige Mütter gegründet. Der Wille zum Helfen liegt beiden wohl im Blut. Als Albert Schweitzer sein Medizinstudium beginnt, lässt auch sie sich zur Krankenschwester ausbilden. Romantisch. Romantisch, ja, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ja, es war eine intellektuelle Partnerschaft. Helene Schweitzer war ihm sicher in einigen Sachen ebenbürtig. Sie konnte beispielsweise Englisch, was er nicht konnte. Sie konnte besser Deutsch als er. Sie hat seine Manuskripte dann auch redigiert. Sie hat in Amerika Vorträge gehalten, einen Hilfsverein gegründet. Und ohne Frau Schweitzer wäre das Werk in Lambarene nicht so möglich gewesen. Aber so weit sind wir noch nicht in unserer Geschichte. Und das Werk der Schweizers in Lambarene liegt noch in der Zukunft. Noch ist er in Deutschland und versucht Studium, Orgelkonzerte und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Ab und zu kollidieren die verschiedenen Welten dann doch. Als er die Trauung einer guten Freundin Helenes, Elli Knapp, und ihres Verlobten vollziehen soll, hat er zuvor gerade Dienst im Kreissaal. Es ist im wahrsten Sinne eine schwere Geburt. Sie zieht sich Stunde um Stunde hin, der Termin der Trauung rückt immer näher, der junge Arzt wird langsam nervös. Zwar schafft es Schweitzer gerade noch rechtzeitig in die Kirche, kann aber nicht vermeiden, dass er immer noch stark nach Desinfektionsmittel riecht. Das Paar wird ihn noch jahrzehntelang damit aufziehen. Allen Widrigkeiten zum Trotz schließt Albert Schweitzer 1911 mit 36 Jahren sein Studium erfolgreich ab. Natürlich mit der Note sehr gut. Im Jahr darauf erhält er schließlich endlich die ersehnte Approbation. Er darf jetzt als Arzt tätig werden. Es ist auch das Jahr, in dem Helene und er heiraten. Und 1913 kann das frisch vermählte Ehepaar Schweitzer endlich die Koffer packen. Und nicht nur die. Kiste um Kiste mit Ausrüstung, medizinischem Gerät und Medikamenten muss für den Seeweg vorbereitet werden. Finanziert haben die Schweizers das vor allem durch das Eintreiben von Spenden. Großzügig hatte Albert der Pariser Mission versprochen, dass er das nötige Geld selbst auftreiben werde. Vor der Abreise gibt Schweitzer noch schnell seine Doktorarbeit ab, seine dritte, über die Psychiatrie Jesu, in der er alle psychiatrischen Ansätze zur Erklärung des Lebens Christi für Unsinn erklärt. Schweitzers Ziel ist die Missionsstation Lambarene in der Provinz Gabun im damaligen französisch-Äquatorialafrika. Vom Atlantik etwa 200 Kilometer landeinwärts und 60 Kilometer südlich des Äquators gelegen. Die Fahrt ist ein Abenteuer für sich. In Bordeaux verpassen die beiden beinahe das Schiff und unterwegs auf dem Ozeandampfer werden sie bei hohem Seegang fast vom schlecht gesicherten Kabinengepäck erschlagen. Immerhin kann Schweitzer die ruhigeren Momente an Bord nutzen, um sich von einem mitreisenden Tropenarzt praktische Tipps geben zu lassen, denn die Tropenmedizin kennt der angehende Urwalddoktor aus Straßburg nur spärlich und in der Theorie. Endlich auf dem afrikanischen Festland angekommen, steigen die beiden in ein weiteres Boot um, das sie endlich über den Fluss Ogowe zu ihrem Ziel bringt. Jetzt ist es wirklich Afrika, ruft der neue Urwaldarzt beim Anblick zweier Affen am Ufer aus.
Doch die Hitze und Schwüle setzt den Mitteleuropäern zu. Vor allem Helene Schweizer leidet. Sie hat sich während ihrer Pflegeausbildung mit Tuberkulose angesteckt, die sich jetzt in der hohen Luftfeuchtigkeit bemerkbar macht. Die Ankunft an der Missionsstation ist ernüchternd. Das gerodete Gebiet ist winzig. Das versprochene Missionskrankenhaus aus Wellblech ist nicht vorhanden. Aber die Kundschaft ist schon da. Da kamen vom ersten Tag an jetzt Afrikaner mit allen möglichen Krankheiten. Er hat zwar in Paris ein paar Monate Tropenmedizin studiert, bevor er nach Afrika ging, aber auf die Krankheiten, die er dort sah, da war er einfach nicht gefasst. Er musste also jetzt sozusagen Learning by Doing praktizieren. Ja, da gab es Geschwüre und Krankheiten, von denen er noch nie etwas gehört hat. Es gab natürlich die Lepra, es gab Gelbfieber und. Und er musste jetzt sehen, wie er da zurechtkam. Obwohl ein Behandlungszimmer und wichtige Ausrüstung noch fehlen, schnappt sich Albert Schweizer die Reiseapotheke und beginnt umgehend mit der Arbeit. Anfangs unter freiem Himmel. Auf Dauer ist das Freiluftsprechzimmer wegen Hitze und heftiger abendlicher Niederschläge aber keine Lösung. Kurzerhand widmet der neue Arzt einen alten Hühnerstall zur Praxis um. Auch nicht ideal, aber an den penetranten Geruch von Hühnerexkrementen gewöhnt man sich irgendwann. Auch mit den Patienten läuft es nicht ganz rund. Es gibt Kommunikationsprobleme. Nicht nur wegen der Sprache, die wenigsten verstehen Französisch, sondern auch wegen völlig unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie die Welt funktioniert. Wie Albert Schweizer in seinen Briefen in die Heimat berichtet, würden die Einheimischen glauben, dass Krankheiten von Dämonen und bösen Geistern verursacht werden, wofür der hochgebildete Europäer nur wenig Verständnis aufbringt. Ein bisschen besser wird es, als Schweizer einen ehemaligen Koch als Dolmetscher engagiert. Da diesem die Fachbegriffe fehlen, ist die Kommunikation zunächst noch etwas kulinarisch geprägt. Dieser Mann hat Weh in der rechten Keule, heißt es dann etwa, und diese Frau hat Schmerz in den oberen linken Koteletten und im Filet. Naja, solange klar ist, was gemeint ist. Die zu behandelnden Krankheiten erschrecken Albert Schweizer. Krätze, Lepra in allen Stadien, die schreckliche Schlafkrankheit. Oft kann er nicht viel ausrichten und ihm bleibt nur die schlimmsten Schmerzen und Krämpfe zu lindern. Ebenso hilflos steht er der Elephantiasis gegenüber, die die Gliedmaßen der Betroffenen grotesk anschwellen lässt. Die in den Tropen häufige Krankheit ist zwar nicht tödlich, aber beeinträchtigt das Leben der Erkrankten erheblich. Die Einheimischen glauben, von einem bösen Fluch getroffen zu sein. Schweizer weiß jedoch, dass für die enormen Flüssigkeitseinlagerungen Fadenwürmer verantwortlich sind, die durch Mückenstiche übertragen werden. In seiner Zeit gibt es noch kein Mittel dagegen. Doch trotz allem geht er abends mit einem Hochgefühl ins Bett. Er wähnt sich mit seiner kleinen Urwaldpraxis auf einem Vorposten des Reiches Gottes. Und die Einheimischen schätzen ihn, nennen ihn bald Oganga, was man grob mit Medizinmann übersetzen könnte, und stellen ihn damit auf dieselbe Stufe mit ihren eigenen Heilkundigen. Eine Auszeichnung, die Schweizer mehr bedeutet als alle seine akademischen Titel zusammen. Er beginnt mit Hilfe der Ortsansässigen nach und nach die Station auszubauen. Bald ist die Wellblechhütte mit 4 Räumen fertig. Sie umfasst Sprechzimmer, Behandlungsraum, OP und Sterilisationsraum. Wenig später kommen ein Warte- und ein Schlafsaal hinzu. Selbst auf das Musizieren muss Schweizer nicht verzichten. Die Pariser Bach-Gesellschaft sendet ihm ein Klavier. Wenn zu vorgerückter Stunde die Praxis schließt, vermischen sich fortan die Fugen Bachs mit den nächtlichen Lauten des Dschungels. Doch schon im darauffolgenden Jahr erklingen andere Töne. Es ist das Jahr 1914. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Ganz Europa zieht, zumindest anfangs, unter Jubelrufen gegeneinander zu Felde. Die Auswirkungen reichen bis nach Afrika. Gabun ist französische Kolonie. Die Nationalität der beiden Schweizers ist deutsch. Erst wird die Kommunikation per Brief in die Heimat schwieriger, dann wird das Schiff, das den Nachschub an Medikamenten bringen soll, zum Kriegsdienst eingezogen. Schließlich sieht sich das in Lambarene stationierte französische Militär gezwungen, das Ehepaar Schweizer unter Hausarrest zu stellen. Die beiden gehören jetzt offiziell zum Erzfeind. Als dem Urwalddoktor im Arrest auch noch die medizinische Tätigkeit untersagt wird, vertieft er sich in philosophische Fragen.
Wir stehen im Zeichen des Niedergangs unserer Kultur, notiert er resigniert. Der Krieg hat die Situation nicht geschaffen. Er ist nur eine Erscheinung davon. Er hadert mit dem Versagen der Philosophie, die er für die Verrohung der Welt verantwortlich macht. Eine neue, zeitgemäßere Ethik muss her. 1915 darf Schweizer wieder praktizieren, weil auch französische Soldaten behandelt werden müssen. Er wird zu einer Missionarsfrau gerufen, die allerdings in Ngomo, 200 Kilometer weit weg von Lambarene, lebt. Schweizer zögert nicht und fährt auf einem von einem keuchenden Flussdampfer gezogenen Schleppkahn den Ogowe hinauf. Tagelang hat Schweizer nun nichts zu tun. Derart entschleunigt hat er nun viel Zeit, vom Boot aus die Flora und Fauna zu betrachten und nachzudenken. Als sie gerade an Sandbänken vorbei und mitten durch eine Herde Nilpferde schippern, kommen ihm spontan vier Worte in den Sinn. Ehrfurcht vor dem Leben. Das ist es. Das ist der Kern seiner künftigen neuen Ethik. Schweizers Idee ist simpel. Leben erhalten und fördern ist gut. Leben zerstören und schädigen ist böse, sofern es zum eigenen Überleben nicht unbedingt notwendig ist. Alles Leben ist gleichermaßen zu achten und zu schützen. Vom Leben des Menschen bis zu dem eines Tieres, einer Blume, selbst einer Stechmücke. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was zur selben Zeit in Europa geschieht. Auf den Schlachtfeldern sterben Millionen. Ein Leben zählt absolut nichts. Menschen werden Kanonenfutter. In so einer Zeit interessiert sich kaum jemand für den Urwalddoktor, seine Patienten und seine Ehrfurcht vor Menschen, Blumen und Stechmücken. In Lambarene kommen keine Gelder mehr an. Die Deutschen wollen nicht für ein Hospital in einer französischen Kolonie spenden, die Franzosen, einem deutschen Arzt, keine Mittel zur Verfügung stellen. 1917 folgt das endgültige Aus. Die Schweizers werden aus Gabun verwiesen und als Gefangene in die Pyrenäen verschifft. Erst kommen sie in ein leerstehendes Kloster, dann in eine ehemalige Nervenheilanstalt. Obwohl sie durch ihren Ruf und Albert Schweitzers Einsatz als Lagerarzt eine gewisse Sonderbehandlung erhalten, macht sie die Lagerhaft krank. Und dennoch wird die 40-jährige Helene Schweitzer hier erstmals schwanger. Es gibt dafür sicher bessere Orte als ein überfülltes Gefangenenlager, aber so wie die Schweitzers sich überall arrangieren können, überrascht es auch nicht wirklich. Tochter Rena kommt im Januar 1919, ein gutes halbes Jahr nach der Freilassung, in Straßburg zur Welt. Um über die Runden zu kommen und die kleine Familie zu ernähren, nimmt Schweitzer eine Stelle als Assistenzarzt in Straßburg an und wird erneut Vikar in der Saint-Nikolai-Kirche. Doch die Schulden, die die Schweitzers aus der Lambarene-Zeit angehäuft haben, drücken gewaltig. Zum Glück hat Schweitzer noch ein großes Talent. Er kann Menschen begeistern. Der schwedische Bischof und spätere Friedensnobelpreisträger Nathan Söderbohm hatte den jungen Albert auf einer seiner früheren Orgeltourneen kennengelernt und war von seinen theologischen Schriften beeindruckt. Als er erfährt, dass Schweitzer wieder in Europa ist, schickt er ihm umgehend eine Einladung nach Schweden. Er solle doch unbedingt kommen, um Orgelkonzerte zu geben und über seine neue Ethik zu sprechen. Albert Schweitzer sagt sofort zu und kann in dieser kombinierten Konzert- und Lesetournee genügend Geld verdienen, um nicht nur seine Schulden abzubezahlen, sondern auch wieder für seine Rückkehr nach Afrika anzusparen. Auch sein Bach-Buch verkauft sich wie geschnitten Brot. Bach hat mir meine ersten Bauten in Lambarene bezahlt, berichtet der Autor nicht ganz unbescheiden von nun an allen, die es hören wollen. 1924 ist es soweit. Vergeblich hält Albert Schweitzer vom Boot aus Ausschau nach seinem Hospital, das er 7 Jahre zuvor zurücklassen musste. Wenn er sich recht erinnert, müsste es doch jetzt langsam in Sicht kommen. Wird das Schiff bereits langsamer? Der Käpt'n, ein hochgewachsener Bursche mit einem breiten Grinsen, das unauslöschlich zu sein scheint, zieht einen Hebel und ruft ein paar Worte in einer der zahlreichen Sprachen, die hier gesprochen werden. Schweitzer versteht nichts, aber die Burschen auf Deck springen blitzartig auf.
Schnell werfen die jungen Männer die dicken Taue über einige aus dem Wasser ragende Pfosten und zwingen das tatsächlich immer langsamer werdende Boot schließlich zum endgültigen Stopp. Was? Hier? Warum legen wir hier an? Das ist doch noch gar nicht... Dann entdeckt er die rostige Wellblechwand zwischen all dem wuchernden Grün. Von den mühevoll vor Jahren errichteten Bauten ist nicht mehr viel übrig geblieben. 7 Jahre haben der Natur genügt, sich ihren angestammten Platz zurückzuerobern. Nun, sei's drum. Schweizer schüttelt kurz den Kopf, schiebt sich den Tropenhelm tiefer in die Stirn und greift die Hand des jungen Schwarzen, der ihm beim Aussteigen über die schwankende Planke behilflich sein will. Als er den kleinen Abhang das Flussufer hinaufsteigt, sieht er das ganze Ausmaß der Vernachlässigung. Immerhin, das Missionshaus sieht noch einigermaßen passabel aus. »Joseph!« ruft Schweizer freudestrahlend aus und klopft dem ehemaligen Koch und späteren Dolmetscher erfreut auf die Schulter. »Gut schaust du aus!« Der Angesprochene grinst. »Sie aber auch, Herr Doktor. Wo ist denn die werte Frau?« Schweizers Blick verdüstert sich kurz, nur für einen Moment. Dann lächelt er wieder. »Später, Joseph. Sie wird später nachkommen, wenn es ihre Gesundheit erlaubt.« »Doch genug geredet. Dafür ist später noch Zeit.« Er weist mit ausladender Geste auf die ehemalige Rodung. Hier gibt es einiges zu tun. »Ah«, sagt Joseph, »ihr wollt es wieder aufbauen.« »Vieles können wir sicher leicht wieder.« Albert Schweizer unterbricht ihn, vielleicht ein wenig harsch. »Nein, alles abreißen, was noch steht. Trommle jetzt die Arbeiter zusammen, wir fangen gleich an.« Joseph scheint zu überlegen, ob er das Französisch des Elsässers vielleicht nach all den Jahren nicht mehr ganz so gut versteht. »Abreißen?« wiederholt er langsam. »Sie wollen das Spital nicht mehr...« Er sucht nach einem Wort. »Aufwärmen?« Schweizer muss lachen. Zu lange hat er Joseph und seinen kulinarischen Wortschatz vermisst. »Aufbauen, meinst du. Aber diesmal ganz anders. Wir brauchen hier kein Krankenhaus wie in Europa, wie in Straßburg. Wir brauchen ein einfaches Hospital für einfache Menschen. Es soll werden...« Der Doktor sucht nach einem Vergleich. »Wie dein Dorf, verstehst du? Die Kranken aus der Gegend brauchen ihre Familien, gerade wenn es ihnen schlecht geht. Sie sollen hier Hütten bekommen, wo sie zusammenbleiben können. Ich will offene Feuerstellen vor jedem Haus statt weißgekachelter Wände. Statt betreten Verbotenschildern sollen überall alle Tiere frei herumlaufen dürfen.« Joseph nickt strahlend. Jetzt versteht er. »Ich hole gleich Leute zum Arbeiten aus den Dörfern. Wir werden das Hospital neu aufwärmen, ich meine bauen.« Als er loslaufen will, hält ihn Schweizer am Arm zurück. »Warte, stopp!« Joseph bleibt verdattert stehen, während sich der Arzt nach unten beugt und vorsichtig einen großen Käfer auf seine Hand setzt. »Beinahe hättest du ihn zertreten.« Joseph rollt in gespielter Verzweiflung die Augen. »Doktor, Sie mit Ihrer Liebe zu den Tieren, das ist doch nur ein Ungeziefer. Er zerfrisst die Balken der Häuser.« Der Doktor trägt das Insekt zu einem kleinen Busch und setzt es behutsam auf ein Blatt. Joseph schüttelt den Kopf. Ja, der Doktor ist wieder da, so gewiss wie das Amen in der Küche. Und diesmal wird er bleiben. Okay, wir haben uns die Details dieser Szene ausgedacht. Und vielleicht denkt ihr jetzt, wir hätten da ein bisschen dick aufgetragen mit dieser Käferrettungsaktion. Nö, haben wir nicht. Albert Schweizers Liebe zum Leben ist legendär. Nicht nur, dass er kranke Tiere in der rapide wachsenden Urwaldklinik versorgt, darunter Antilopen, Igel, Wildschweine, eine Eule und sogar einen Pelikan, selbst gegenüber Insekten und Pflanzen lässt er große Rücksicht walten. Unkräuter lässt er nicht jäten, sondern gräbt sie aus und trägt sie an eine andere Stelle, damit sie dort wieder anwachsen. Bäume werden nur gefällt, wenn es gar nicht anders geht. Als eine Ameisenkolonie einen Bau befällt, versucht Schweizer, sie mit ungiftigem Desinfektionsmittel zu vertreiben. Die Anekdoten über Schweizer und seine Tiere füllen ganze Bücher. Der Wildschweindame Josephine, die er als Frischling in seine Obhut genommen hat, widmet er sogar eine scherzhafte Laudatio. »Wie soll ich deine Klugheit preisen, Josephine? Um nachts nicht von Stechmücken belästigt zu werden, nahmst du die Gewohnheit an, in den Schlafsaal der Knaben einzudringen und dich dort unter das erste beste Moskitonetz zu legen.
Wie manche Buße habe ich an die bezahlen müssen, denen du dich als Schlafgenosse aufdrängtest. Weit weniger rücksichtsvoll als sein Umgang mit Tieren ist allerdings sein Umgang mit den heimischen Arbeitern. Da er selbst ein unermüdlicher Arbeiter ist, duldet er nicht, dass andere weniger leisten. Sind nicht genügend Tagelöhner in der Umgebung zu bekommen, um den Ausbau der Klinik voranzutreiben, müssen halt die Kranken und ihre Familien mithelfen. Für die Behandlung verlangt der Urwalddoktor Naturalien in Form von Baumaterialien, vor allem Ziegeln. Kann das jemand nicht vorweisen, droht er damit, ihn oder sie nicht zu behandeln, auch wenn er diese Drohung vermutlich nie wahrmacht. Als ein paar Bauarbeiter wegen eines aufziehenden Wirbelsturms ein noch nicht fertig gedecktes Dach verlassen wollen, zieht Schweizer ihnen einfach die Leiter weg und lässt sie erst nach getaner Arbeit wieder herunter. Generell hat Schweizer ein seltsames Bild von den Menschen, zu denen er doch gekommen ist, um zu helfen. Zu faul, zu dumm seien sie. Afrikaner seien wilde, primitive Völker, mit denen er nicht auf Augenhöhe wie mit Erwachsenen redet. In all den Jahren, in denen er in Gabun weilt, hält er es nicht für nötig, die lokale Sprache zu erlernen. Der Rassismus seiner Zeit macht auch vor ihm nicht Halt. Schweizer hält seine weiße europäische Gesellschaft der Schwarzafrikanischen für überlegen. Ja, man habe das Recht, diese zu ihrem Glück zu zwingen, sie zu Wohlstand und Zivilisation zu erziehen. Das schreibt er selbst. Für dieses Afrika braucht es auch eine andere Form von Medizin, glaubt Schweizer. Lange sträubt er sich zum Beispiel, moderne Geräte wie Röntgenapparate einzusetzen oder sterilisiert Instrumente noch mit heißem Wasser, als längst bessere Techniken zur Verfügung stehen. Kritikern entgegnet er, Lambarene sei keine Klinik, es sei ein Dorf, in dem geheilt werde. Menschlichkeit zählt für ihn mehr als Apparate. Als sei das eine Entweder-oder-Entscheidung. Er lehnt den medizinischen Fortschritt nicht ab, führt einige neue Behandlungsmethoden und Medikamente sogar recht schnell ein. Und vieles, was in Lambarene nicht europäischen Standards entspricht, kann man sicher auf die Umstände vor Ort, die vielen Kranken und die ständige Notwendigkeit zur Improvisation schieben. Aber Kritikpunkte bleiben. Was die Modernisierung der Klinik betrifft, die Krankheitsvorsorge, vor allem aber seinen paternalistischen Ansatz. Hilfe statt Hilfe zur Selbsthilfe. Schweizer weigert sich beharrlich, Einheimische als medizinisches Personal auszubilden. Ärzte und Schwestern kommen vor allem aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich, was vermutlich wiederum seiner kolonialistisch geprägten Grundhaltung anzurechnen ist. Wir haben unseren Experten Roland Wolf gebeten, das für uns einzuordnen. Bei aller Kritik, die man anbringen kann, da fehlen mir meistens drei Wörter. Aus heutiger Sicht oder aus damaliger Sicht. Denn Schweizer war natürlich im Kolonialreich aufgewachsen und das konnte er nie ganz ablegen. Aber er hat doch einen sehr humanen Umgang mit den Afrikanern gehabt. Schon bevor er nach Afrika ging, hat er beispielsweise die Massaker oder einige sagen Genozid der Deutschen an den Herero und den Nama in Südafrika, also im heutigen Namibia, gegeißelt in einer Predigt. Also er hat sich ganz deutlich gegen diese Kolonialverbrechen ausgesprochen. Er hat dann allerdings diesen, ja, im Nachhinein sehr stark kritisierten Satz geprägt. Der Afrikaner ist mein Bruder, aber er ist der jüngere Bruder. Und das haben ihm viele übel genommen, gerade auch viele Afrikaner. Also wir würden heute sicherlich einiges anders ausdrücken als er. Er war ein Kind seiner Zeit und das muss man bei aller Kritik beachten. Und Albert Schweitzer ist vor allem eines, Albert Schweitzer. Es passt auch zu ihm, dass er seine drei weißen medizinischen Mitarbeiter, die er aus dem Elsass kommen lässt, ebenfalls nicht schont. So lässt er ab und an die mit den anstrengenden Bauarbeiten beauftragten Einheimischen eine Pause einlegen, damit auch die drei Weißen einmal die Vorzüge harter körperlicher Arbeit auf der Baustelle zu schätzen lernen. Nicht nur haben sich die Schwarzen an den Weißen zu orientieren, alle haben sich nach ihm und seiner Schaffenskraft zu richten. Denn er fasst natürlich immer auch selbst mit an.
Und es ist auch nicht so, dass er allein europäische Maßstäbe gelten lässt. Beim Bau des neuen Spitals geht er auf die lokalen Gegebenheiten und Bedürfnisse ein. Als er dieses Spital auf eigenem Grund und Boden gebaut hat, hatte ihm vorher ein Afrikaner gesagt, baue nicht wie in Europa. Baue kein Krankenhaus mit verschiedenen Stockwerken, mit Treppen. Ja, und achte genau darauf, wie hier die Sonne steht. Und so hat er gebaut, aus einheimischem Material zunächst, später kam dann Wellblech dazu. Die Zimmer lagen hintereinander und alle Gebäude waren von Ost nach West ausgerichtet, sodass die Sonne, die ja dort sehr steil auf und unter geht in den Tropen, man ist ja in der Nähe des Äquators, so gut wie nie auf die Breitseiten der Häuser gestrahlt hat. Ja, also er hat genau gewusst, wie er bauen sollte und hat das immer auf den Menschen, auf den Patienten hin bezogen. Auch in anderen Bereichen ist Schweizer seiner Zeit voraus. Obwohl er dem Christentum den Vorzug gibt, ist er liberal gegenüber anderen Glaubensvorstellungen. Als ihm die Mission in Paris vorschreiben möchte, nur Christen als Helfer zu akzeptieren, stellt er klar, dass ihm jeder Helfer herzlich willkommen ist. Er bevorzuge zwar das Christentum, deshalb würde er aber keine nichtchristliche Religion benachteiligen, geschweige denn deren Hilfe ablehnen. Und obwohl er anfangs zweifelt, ob Frauen dem harten Leben im Urwald gewachsen sind, arbeitet neben den Krankenschwestern bereits ab 1935 eine jüdische Ärztin in seinem Krankenhaus. Dr. Anna Wildikan. Die in Deutschland gerade erstarkenden Nationalsozialisten verachtet Albert Schweitzer zutiefst. Als sich Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels dem berühmten Urwaldarzt in einem Brief anbiedern will und ihn zu einem Vortrag nach Deutschland einlädt, antwortet Albert Schweitzer auf die mit deutschem Gruß unterschriebene Einladung höflich, aber mit deutlicher Ablehnung. Seinen eigenen Brief unterzeichnet er mit zentralafrikanischem Gruß. Nach Europa kehrt er in den folgenden Jahren nur selten zurück. Die Familie sieht sich wenig. Helene Schweitzer kommt nur 1929 kurz nach Afrika. Ihre Tuberkulose bricht wieder aus. Sie muss in Europa bleiben und die Krankheit auskurieren, sammelt dort aber Spenden. Den Krieg übersteht Albert Schweitzer weitaus passabler als seine jüdischstämmige Frau, die 1940 mit der gemeinsamen Tochter Rena und deren Familie über abenteuerliche Wege aus Paris fliehen muss. Als die deutschen Truppen bereits auf die französische Hauptstadt vorrücken, bringt Rena mit Hilfe ihrer Mutter ein Kind zur Welt. Gemeinsam fliehen sie mit dem Neugeborenen vor den Deutschen in das unbesetzte Südfrankreich, müssen sich da aber trennen. Zwar hat Helene Schweitzer einen französischen Pass, aber als Geburtsort ist Berlin eingetragen. Das könnte zu Problemen führen. Außerdem treten jetzt auch hier antijüdische Gesetze in Kraft. Sie flieht nach Lausanne, dann über Genf und Bordeaux nach Lissabon. Hier wartet sie wochenlang auf ihre Ausreiseerlaubnis nach Angola. Das letzte Reisedokument kommt eine halbe Stunde vor der Abfahrt des Schiffes. Im August 1941, nach einem Jahr Flucht, gelangt sie tatsächlich nach Lambarene, wo sie bis Kriegsende bleiben kann und im Hospital als Krankenschwester arbeitet. Nach Kriegsende geht der Stern Albert Schweitzers endgültig auf. Er wird zum gefeierten Star und bekommt 1954 die größtmögliche Auszeichnung, den Friedensnobelpreis. Immer mehr Menschen pilgern nach Lambarene, um den mittlerweile 80-Jährigen bei der Arbeit zu sehen und mit ihm über die Ehrfurcht für das Leben zu philosophieren. Diese Ehrfurcht, aber auch seine Bekanntschaft zu den Physikern Werner Heisenberg, Otto Hahn und Albert Einstein bringen ihn dazu, sich ebenfalls öffentlich gegen das atomare Wettrüsten auszusprechen. Obwohl sich Schweitzer sonst aus der großen Politik heraushält, warnt er 1957 als Mediziner über Radio Oslo vor den Folgen eines atomaren Waffengangs, indem er drastisch die Begleiterscheinungen der Strahlenkrankheit schildert. Seine Botschaft: In einem Atomkrieg gibt es keinen Sieger, sondern nur Besiegte, löst eine breite Debatte in Wissenschaft und Gesellschaft aus. Am 14. Januar 1958,
Vermutlich nicht ganz zufällig Albert Schweitzers 83. Geburtstag, erhält die UNO einen von über 9000 Wissenschaftlern, darunter natürlich auch von Schweitzer, unterzeichneten Brief mit der Forderung nach einem weltweiten Stopp von Atomtests. Und, das ist erstaunlich, tatsächlich hört die Welt auf sie, wenn auch nicht lange. Bald darauf beginnen Russen und Amerikaner erneut mit dem Wettrüsten. In den letzten Lebensjahren, seine Frau ist 1957 gestorben, zieht er sich endgültig nach Lambarene zurück. Und auch wenn er inzwischen 90 Jahre alt ist, Patienten, Ärztinnen, Ärzte und Krankenschwestern scheucht er immer noch mit fester Hand hin und her. Erst ein Jahr vor seinem Tod gibt er die Hospitalleitung in andere Hände. Albert Schweitzer stirbt am 4. September 1965 und wird neben seiner Frau in Lambarene beigesetzt. Statt mit Orgelklängen verabschieden die Einheimischen den Grand Docteur mit Trommeln auf ihren wochenlang währenden rituellen Totentänzen. Sein Erbe wirkt bis heute. Schweitzers Arbeit in Lambarene machte ihn zu einem Vorbild für humanitäres Engagement. Seine unermüdliche Arbeit und sein Einsatz für die Kranken und Bedürftigen inspirierte viele Menschen und Organisationen weltweit, sich ebenfalls in der medizinischen Versorgung benachteiligter Bevölkerungsgruppen zu engagieren. Neben dem bis heute bestehenden Krankenhaus in Lambarene tragen zahlreiche Stiftungen und Hilfsorganisationen seinen Namen und setzen sich für das menschliche und tierische Leben ein. Wer war er denn nun, dieser Albert Schweitzer? Unser Experte Roland Wolf kann das vermutlich am treffendsten einschätzen und, wie ich finde, am schönsten. Er war ein elsässischer Dickschädel, ein Kind des Oberrheins. Das war ihm ganz wichtig. Er selbst hat sich mal genannt, ein Mensch aus Günzbach, aber ein Weltbürger. Und er war jemand, der durch seine Lebensführung eigentlich das beste Beispiel gegeben hat. Ja, und ich glaube, man kann Schweitzer als Orgelspieler heute kritisieren, weil die Technik weitergegangen ist. Man kann ihn als Arzt kritisieren, man kann auch seine Theologie kritisieren. In vielen Bereichen ist die Zeit über ihn hinweggegangen. Aber ich glaube, an seinem humanistischen Engagement in der damaligen Zeit kann man auch aus heutiger Sicht ihn nicht kritisieren. Einen herzlichen Dank an Dr. Roland Woll und wie immer auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns weiter oder hinterlasst eine Bewertung oder einen Kommentar beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das würde uns sehr freuen. Unsere nächste Folge erzählt von einer jungen Frau, die unter merkwürdigen Umständen verschwindet, einem jungen Mann, der unter genauso merkwürdigen Umständen plötzlich auftaucht, von der Geschichte des Kaiserschnitts, einem Pistolenduell in Kapstadt und einer dramatischen Enthüllung auf dem Sterbebett. Na, ihr seht schon, da ist für jeden was dabei. Und ein kleiner Extra-Tipp. Wenn ihr auf der Suche nach kurzen und knackigen Erklärungen von medizinischen Fachbegriffen seid, dann kann ich euch den Podcast Gesundheit hören, das Lexikon empfehlen. In 3- bis 5-minütigen Folgen werden dort die meistgesuchten Gesundheitsbegriffe erklärt. Hört mal rein. Eure Andrea Sawatzki. Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake World: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor: Mirko Gutjahr. Regie: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Hardy Röde und Josephine Arleit. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung: Josephine Arleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den Wake World Studios in München.